Hallo meine Lieben, ich habe heute eine Rätsel für euch und zwar ist es Ranma in Halbband 14, Ranmas Wiedergeburt. Es ist in Egmont Manga Verlag erschienen und kam 2002 raus. Und hier geht es ja um Ranma und Ranma ist ja zur Hälfte ein Junge und zur Hälfte ein Mädchen. Und also sobald er mit kaltem Wasser in Berührung kommt, verwandelt er sich in ein Mädchen. Und sobald er wieder mit heißem Wasser in Verbindung kommt, wird er wieder zu einem Jungen. Und das gleiche ist natürlich auch mit seinem Vater. Der ist zur Hälfte Panda-Bär, also hier oben, und zur Hälfte Mensch. Das heißt, bei ihm ist es, wenn er mit kaltes Wasser in Berührung kommt, wird er zum Panda-Bär. Und mit warm tun sie sich halt alle immer zurückverwandeln. Und ja, und Ranma versucht natürlich, diesen Fluch irgendwie wieder loszuwerden, weil ihm das sehr, sehr nervt. Und man begleitet halt Ranma bei vielen verschiedenen Abenteuern, weil er natürlich auch Akane Tendo versprochen worden ist. Und ja, aber was sein Vater nicht alles so getan hat, um sozusagen einmal durch halb Japan und durch halb China zu kommen, nicht alles versprochen hat und das natürlich alles Ranma ausbaden muss, ist es natürlich sehr witzig und sehr unterhaltsam. Und wir lernen natürlich auch immer mehr Charaktere kennen, die natürlich auch in heiße Quellen gefallen sind, beziehungsweise auch die geheime Kampfkunsttechnik bei den heißen Quellen erlernt haben oder probiert haben zu erlernen. Und das ist natürlich sehr, sehr lustig. Und wir haben natürlich auch viele Nebencharaktere, zum Beispiel Pichan finde ich mega süß. Also ja, also mir gefällt Pichan am meisten, auch wenn der Mensch, sage ich jetzt mal, so ein bisschen trottelig ist. Aber so Pichan finde ich schon als ja, Tiercharakter finde ich jetzt mal mega, mega süß. Und ja, auf jeden Fall ist es sehr, sehr unterhaltsam. Mir gefällt es jedes Mal wieder. Und es ist ja der 14. Band, es hat insgesamt 38 Bände und ich habe halt nur noch 15, 16 und 17 hier stehen und dann ja, müsste ich wieder versuchen, mir welche zu ergattern, nämlich die weiteren Bände. Und deswegen will ich mir das so ein bisschen langsam zu Gemüte führen, weil die sind halt sehr schwierig zu bekommen und ich weiß halt nicht, wann ich den 18. bekommen werde, ob das noch dieses Jahr ist oder halt erst nächstes Jahr. Oder halt erst auch das Jahr drauf, deswegen, aber ich halt immer meine Augen offen und bin halt sehr, sehr, sehr gespannt, wie es mit Ranma weitergeht. Und hier sind natürlich dann auch immer so Bildchen, so kleine, und wenn man halt alle nach den Zeilen geordnet hinstellt, ergibt es halt dann nochmal so ein Bild. Finde ich auch richtig, richtig toll. Und ja, ich bin schon sehr gespannt, wie es mit Ranma und Akane und Co. weitergeht. Und ich kann euch ja auch mal kurz so, warte, ich suche mir gerade das Schönste aus. Ich gucke auch, vielleicht finde ich gerade nochmal Pichan. Dann wäre das ideal. Und ja, da ist das kleine Schweinchen Pichan. Das ist voll süß. Also so sieht der Zeichenstil aus. Es ist nicht ganz so überladen, aber halt auch nicht ganz so wenig. Aber ich finde, es ist vollkommen okay und es ist auch halt immer in Kapitel eingeteilt. Und ja, so ein Manga hat man ja schnell durch, meines Erachtens. Aber ich finde, hier sind dann halt sozusagen Kapitel und dann ist da nochmal ein großes Bild. Und aber mir gefällt es halt sehr, sehr. Also mir gefällt es sehr. Ich bin da sehr, sehr begeistert von. Vielleicht auch Ranmas Vater nochmal. Da, der Panda-Bär. Und das Coolste ist, seht ihr das, der hält dann immer so Schildchen hoch. Und das ist voll mega. Und also sobald man ihm eine Frage stellt oder so, hebt er immer diese Schildchen hoch. Und keine Ahnung, wo der die dann immer so schnell herzaubert. Auf jeden Fall ist dann da immer die passende Antwort drauf. Und also richtig, richtig unterhaltsam auf jeden Fall. Und ja, da gibt es ja auch den Anime dazu. Ja, den ist auch auf DVD erhältlich. Und dann, aber die DVDs sind auch nicht mehr so einfach ranzukriegen. Also da muss man echt, weil das schon eine sehr alte Serie ist, echt gucken und dankbar sein für jeden ergatteten Band, den man findet. Weil ich habe auch noch Band 32 da, den kann ich aber halt jetzt noch nicht lesen. Aber ich war froh, als ich den halt schon gekriegt habe.
Und deswegen bin ich da halt immer sehr, sehr, sehr gespannt drauf, wann es die nächsten gibt. Aber sobald ich mir welche holen, werdet ihr es natürlich in den Unpackings sehen. Und dann kann ich natürlich auch wieder ein paar Bände davon wegschlingen, weil die sind echt richtig großartig. Schaut es euch gerne mal an. Ich tue es euch auch nochmal in der Infobox verlinken. Okay, mein Lieben, das war's dann, würde ich sagen. Und ja, für zwischendurch auf jeden Fall was. Okay, tschüss.